Hallo und willkommen zurück bei Rimworld! Ja, wir müssen warten. Die letzte Folge. Denn wir haben sehr viel zum Glätten. Das muss erledigt werden. Wieso haben wir da einen Lastenheber Nummer 1? Wir haben... Ach, krass. Wir haben 3 Lastenheber. Ne, wir haben jetzt 4 sogar. 4 Stück. Ja, dann bist du jetzt hier, Karl. Einfach so. Grüße gehen raus. Mir ist gerade kein besserer Name eingefallen. Ey, ihr könnt ja auch immer Vorschläge machen für einen Namen. So, das bedeutet aber... Okay, naja, da könnte theoretisch noch einen. Die Grippe. Oh nein, das hat die letzte unserer Giant Snails gekillt. Davon brauchen wir aber wieder welche. Okay, wir brauchen jetzt nicht unbedingt schnell noch welche von denen. Können wir warten, bis die neue Eier gelegt haben. Ich speede mal ein bisschen, damit wir wirklich nicht die ganze Folge und die nächsten beiden und die alle Folgen darauf nur warten müssen. Speeden wir mal durch und hoffen, dass Don Cravallo hier mal... Wir können ja mal gucken. Wer wird zuerst machen? Wird Don Cravallo zuerst ein Bauteil holen oder wird zuerst die mit Boden glätten fertig sein? Nicht mit Wänden, mit Boden. Und welcher Raum wird zuerst fertig? Mit Boden. Also außer der hier, weil hier fehlt ja glaube ich nur noch einer. Wird zuerst das fertig oder das fertig? Der hier zählt auch nicht mehr, das ist zu obvious. Ja, aber er ist noch im Rennen, der hier. Der ist noch im Rennen. Im Moment sieht es ja sehr stark nach dem Raum aus. Ich muss ein bisschen weiter raus, damit wir auch Don Cravallo machen können. Okay, der Raum ist durch. Noch kein Bauteil. Außer ich habe eins übersehen. Okay, Plastall zähle ich auch. Aber so wie es aussieht, hat der Raum gewonnen. Was kommt zuerst, das Bauteil oder der hier? Das ist natürlich unfair, weil die Bots, die machen halt wenig Pause, ne? Aber wenn sie laden, dann laden, sind sie so... Der Raum war noch gar nicht fertig. Sieh an. Das heißt, der Raum hat sogar vor dem Raum gewonnen. Oh, scheiße. Okay.
shit, dass du auch noch da rumgehen musst. Egal, no risk, no fun. So, die Sniper-Dudes. So, müssen rein, müssen gucken. Don Cravallo muss auch verarztet werden. Okay, dann behalten wir doch erstmal den biomischen Arm. Den werden wir vielleicht noch brauchen. Okay, hier sind sehr viele kleine Geschütze. Ja, die sind natürlich direkt gestartet, weil die halt in meiner Base gelandet sind. Er wurde halb verarztet. Dass sie tatsächlich überlebt hat, ist krass. Hätte ich nicht erwartet. Also die hat echt Glück gehabt. Okay, ein Sonnenblocker. Nicht, dass wir den brauchen oder so. Haben wir Granaten? Ja, Gift, aber wir haben einen EMP-Werfer. Das heißt, wir setzen, geben Uranyl den EMP-Werfer. Wir gucken jetzt, dass die anderen verarztet sind, solange bleiben wir halt drin. Wenn wir hier einen Durchbruch hätten, hätten wir einen zweiten Ausgang, könnten das umgehen. Aber es ist halt echt hart, ne, dass die immer in der Basis landen. Wie sieht denn seine Stimmung aus? Noch gut, obwohl es keinen Tabak gibt. Aber Tabak ist bald ready. Der hier ist ein Problem. Okay, naja, da wäre wieder ready. Wir gehen mal mit Pascal und Uranyl hier hin und gucken mal, wie die Range aussieht. Okay, das macht da an denen kein Unterschied, wie es aussieht. Schade. Dann kannst du erstmal wieder reingehen. Du kannst weiter weggehen, weil du hast eine größere Range.
Aber die auch. Ist hier so ein Sniper-Battle jetzt. Versuchen die jetzt halt langsam wegzumachen. Immer wenn die schlechte Stimmung haben, gehen die halt wieder rein. Oder wenn sie getroffen werden. Ansonsten versuchen die halt wegzuballern jetzt. Cavallo wurde getroffen. Ein Turret wurde zerstört. Immer schön im Auge behalten. Ist ja nicht gerade ungefährlich, was die hier machen. Okay, wir gehen erstmal wieder rein. Ausruhen, was essen. Wir brauchen mehr Granaten. Ich habe ja gehofft, dass der EMP-Werfer die hier auch ausschaltet. Machen die vielleicht auch, aber muss ich vielleicht direkt da treffen. Aber das ist mir gerade zu großes Risiko. Vielleicht kriegen wir noch einen Händler. Einen Händler, der hilft. So, wie sieht deine Stimmung aus? Ja, geht ist ein bisschen runter. Aber der Tabak ist jetzt ready. Stellen wir mal schnell her. Damit wir hier für Ragabe hier ein bisschen Zigarillos haben. Da kommt er, kommt direkt. Da muss direkt die Sucht befriedigt werden. Also so wirklich instant so. Was man nicht alles tut, um denen zu helfen. Ich meine, wir hätten ihn auch bei der beim Entzug helfen können, aber okay, das ist uncool. Mal, ob ihr hier löschen könnt.
Sicherheit setzen wir Pascal wieder nach innen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die, wenn die fertig sind, nicht wieder reinlaufen. Also hier rum. Naja, da liegt das Risiko. Ich seh's schon. So, Pascal, bist du regeneriert? Ja. Don Cravallo ist noch verletzt, aber würde gehen. Pascal, wie sieht's denn bei dir aus? Fehlt ein bisschen Ernährung, Erholung und alles. Dann erhol dich erstmal, warte ein bisschen und dann gehen wir nochmal hin. Vielleicht ist bis dahin Pascal auch ein bisschen besser erholt. Wir versuchen hier zu, dass die wieder hier rüber ballern, so dass auch er schießt. Und dann versuchen wir mit Nayada von hier immer mal wieder ein bisschen zu beackern. Okay, Pascal schläft. Wenn Pascal fertig mit Schlafen ist, dann geht's los. Ich speede mal. Okay, Pascal, erhol dich mal schneller. Was dauert denn da so lang? Du hast ja sogar extra hier den hier. Okay, Pascal wäre ready. Gut. Don Cravallo, wie sieht's bei dir aus? Auch gut. Dann auf geht's. Nayada auf Position. So, dann Cravallo, du gehst hier hin. Aua. So. Sind auf Position. Wir müssen auf ihn vor allem achten. Ja, wenn das kaputt geht, ist es halt so, ne? Das ist nicht so schlimm. Komm, schieß auf... Okay, er schießt auf die. Sehr gut. Der muss dran glauben. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Okay. Das größte Ziel ist erledigt. Wir ziehen uns erstmal zurück. Heilen wieder. Na, kein Risiko eingehen. Vielleicht sollte ich die beiden mal auf Soldaten machen. So. Wir haben ja eigentlich Klamotten dafür. Das heißt, ihr geht jetzt auf Soldat. Das hätten wir schon viel früher machen müssen. Dann hätten wir die direkt tauschen können.
Karl ist gestresst. Ach, die tragen jetzt gar keinen Mundschutz. Ich muss noch mal in den Soldaten reingehen. Zählt der Mundschutz? Mundschutz und Gasmaske. Können die reinnehmen? Ist jetzt die Frage, ob der Mundschutz dann den Helm entfernt. Nee, der kann einfach dazu getragen werden. Gut. Okay, Pascal ist schon geheilt. Pascal ist echt schnell im Heilen. Pascal übt auch direkt. Wie sieht's mit Don Cravallo aus? War es auch nicht schlecht. Okay, dann geht ihr wieder auf Position. Naja, da bitte auf Position gehen. Den hier am besten nicht zerstören, den würde ich gerne abreißen. Da sind wertvolle Ressourcen drin. So. Er ist gleich down. Komm, ein Treffer noch, Nayada. Sehr gut. Gut. Vorrücken. Das Ding ist zu zielsicher. Alles klar. Perfekt. Alle wieder auf unbegrenzt. Beziehungsweise unsere Gäste auf Heimat. Oder? Ah, ist eigentlich egal. Die gehen ja nicht so weit weg. Die Bots raus, außer unsere Cleaner. Gute Arbeit, Leute. Und damit würde ich sagen, war's das wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann kann es ja jetzt endlich weitergehen. Also bis dann. Ciao.